Wetter. Wir sind jetzt hier in Wald und Jahr gelebt. Oder auch die Prosecco hier kommt. Man sieht es an den vielen Lädenstücken hier. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Adria. Haben wunderschön geschlafen, stehen auf dem Stellplatz in der schönen Stadt Adria. Und jetzt nehme ich euch mal mit zum Bäcker. Die Abby ist auch schon startklar, die freut sich schon. Abby, gehen wir zum Bäcker. Komm, jetzt gehen wir. Das ist jetzt unser Stellplatz hier in Adria. Ja. Ja, wir laufen jetzt das erste Stück am Kanal entlang und dann gehen wir in die Stadt zum Bäcker. Die Abby kann gleich ihr Geschäftle machen. Was prima ist, es gibt überall Mülleimer hier. Das ist eigentlich eher selten für Italien. So. Und auf. Ja, wir gehen jetzt gerade in die Altstadt. Es ist allerhand los. Schon reges Treiben heute Morgen, aber uns tut's gut und der Abby auch. Ja. So, Abby, was macht man an der Straße? Prima. So, kommt kein Auto, gehen wir rüber, komm. Abby, warte. Warte. Prima. So, komm, fix, dann gehen wir rüber. Abby kann Zeitung lesen. Auf dem Gehweg. So, wir sind jetzt mittlerweile in der Altstadt angekommen. Abby, warte. So, okay, Abby. Sie geht automatisch auf den Gehweg. Das kennt sie schon. Sie weiß, dass sie nicht auf der Straße laufen darf. Deshalb kann ich mit Abby frei überall bewegen. Ohne Probleme. Hier sind wir mittlerweile auch beim Bäcker angekommen. Abby, nein, nicht rein. Abby, komm her. Komm her. Setz dich hin. Setz dich hin und warte, bis ich wieder rauskomme. So ist wahr. So, dann kommt er wieder raus. Abby, komm, es geht weiter. Gehen wir noch eine Runde durch die Stadt bis auf die andere Seite vom Kanal. Wir nähern uns langsam dem Zentrum. Hier sind auch Bars und Cafés. Die halt. Schön warten. Also hier scheint es mir ziemlich im Zentrum zu sein. Diese schräge Streifen schon früher morgen. Es ist eine nette Fußgängerzone hier. Und natürlich alle
Sorten und Marken hier vertreten. Oh, das ist noch 7.30 Uhr, da ist noch nicht viel los hier. Wir sind schon mal froh, dass der Bäcker schon ein Brot hatte. So, mittlerweile sind wir auf der anderen Seite der Stadt angekommen, beziehungsweise die Stadt ist geteilt durch einen kleinen Kanal. Wir stehen im Wohnmobilplatz am großen Kanal und jetzt zeige ich euch noch den kleinen Kanal. Die Stadt ist quasi wie auf einer Insel sozusagen. Und hier sind wir am anderen Ende der Stadt. Abby, warte. So, und nun geht es wieder zurück auf den Stellplatz. Unterwegs schauen wir, vielleicht finden wir noch irgendwo ein nettes Café oder eine nette Bar, wo wir einen Cappuccino trinken können. Das ist so immer das Highlight bei mir am Morgen, irgendwo einen Cappuccino zu trinken in der Stadt. Einfach das Flair genießen, das ist grandios. Okay, weiter. Prächtige Bauten hier in der Stadt. Alles toll. Richtig schön. Hinter mir ist die Stadtreinigung zugange. Deshalb ist es relativ laut. So, mittlerweile haben wir ein schönes Café unweit vom Stellplatz gefunden. Da werden wir jetzt einen Cappuccino trinken und noch ein Brioche con Crema essen. Das ist mein Lieblingsessen. So, wir haben hier jetzt ein Cappuccino und Brioche Crema. Und das Ganze zusammen für 3 Euro. Also Cappuccino und Brioche Crema zusammen für 3 Euro. Ich zeige es euch mal auf dem Zettel. Das ist tatsächlich so. Also entweder haben sich die hier verrechnet oder in Deutschland verrechnen sie sich ein ganzes Leben lang. Frisch gestärkt geht es jetzt zurück auf den Stellplatz. Es kommt ein Auto. Abby, rechts. Abby, rechts rüber. Rechts rüber, rechts rüber, so ist prima. Schön gemacht. Gell? Wir laufen jetzt zurück zum Stellplatz und jetzt gibt es dann erstmal noch ein kleines Frühstück. Wir sind eine schöne Morgenrunde gegangen, auch hier am Fluss zurück. Fluss seht ihr hinter mir und jetzt ist auch nicht mehr weit zum Stellplatz. Ich bin praktisch von einer Seite zum Kanal zu der anderen Seite vom anderen Kanal gelaufen und habe euch damit durch die Stadt genommen und haben unterwegs noch einen Cappuccino getrunken, der sehr lecker war. Und hier vorne, ich schwenke euch mal rüber, dann seht ihr nämlich den Stellplatz schon. Hier ist der Stellplatz. Stellplatz ist jetzt direkt hier. Der ist übrigens kostenlos. Auch die Ver- und Entsorgung. Es ist ein super gepflegter Stellplatz.
Wir haben absolut ruhig geschlafen, ruhig gestanden. Es gibt keinen Verkehr hier. Und es war auch alles leise, obwohl der Platz voll besetzt war. Es sind 8 Parzellen. Und die 8 Parzellen waren auch alle voll. Und das Ganze ist am Stadtrand. Hier rechts oben ist der Kanal. Und hier würde man jetzt auch in die Stadt reinkommen. Wir haben den Eingang weiter vorne genutzt, weil ich euch noch ein bisschen was von der Altstadt habe zeigen wollen. So, jetzt geht's aber zum Frühstück. So, ihr Lieben, es ist soweit. Wir brechen auf, werden jetzt noch schnell entsorgen. Da fahren wir noch auf die Entsorgung und dann geht's weiter rüber Richtung Meer. Wir wollen mal schauen, ob wir da vielleicht noch einen schönen Platz finden. Aber ich denke, das sieht heute ganz gut aus. Es regnet nicht, aber es ist etwas bedeckt heute. Aber heute Nacht hat es ordentlich runtergelassen. Da hat es richtig geschüttet. Aber jetzt, heute Morgen, war schon wieder alles okay. Und jetzt geht's los. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr dabei. Wir sind jetzt am Entsorgen. Das ist hier problemlos möglich. Hier einen wunderschönen Bodeneinlass. Das ist richtig gut gemacht. Auch die Kassette zum Leeren ist super. Kann man auch alles super spülen. Und bitte eins beachten. Auf der rechten Seite der Säule, hier ist der Trinkwasseranschluss. Es gibt viele Leute, die hier die Kassette reinigen. Das ist eine Katastrophe, weil wir das Wasser ja eigentlich auch als Trinkwasser benutzen. Deshalb, das ist schon, habe ich schon ein paar Mal beobachtet, dass das an den Säulen anders gemacht wird. Und es ist übrigens hier auch in nahezu allen Sprachen geschrieben. So, nochmal schnell die Kassette sauber geputzt und alles rein. Unser Wasser läuft auch noch ab. Und sobald es soweit ist, können wir starten. Alles entsorgt. Ich glaube, so wie es aussieht, will die Abby fahren, weil die Abby, die hockt schon mal auf dem Platz. Wir verlassen Adria und fahren jetzt auf den Ort. Richtung Fußgänger passieren lassen. Das sind tolle Gebäude. In 900 Meter den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf SR 495 verlassen. Das war das Navi. Venedig lässt grüßen hier. Sieht fast ähnlich aus. Toll hier. Hier hat jeder sein eigenes Grundstück, so wie das aussieht. Ich denke, dass das viele, viele reiche Bauern aus sind, wo da links und rechts am Wegesrand sind. Eine total spannende Gegend. Hier war aber bisher noch nicht. Und was ihr auf jeden Fall überall habt, das sind hier diese Kamera-Geräte. Ich weiß nicht, ob die wirklich aktiv sind, aber deshalb halten wir auch exakt die Geschwindigkeit ein. Da macht man keine Mütze hier. Und hier nähern uns dem Meer. Boah, toll, dass sie hier sind. Fischanlage. Da kann man sehen, mehr. Zum Platz und dann geht's auf Tour und da nehmen wir euch mit. So, zwischenzeitlich haben wir unseren Platz am Meer gewechselt, sind jetzt in Covaccio,
am Strand, beziehungsweise ja, 50 Meter weg vom Strand. Hier stehen nochmal ein paar weitere Kastenwägen links und rechts neben uns. Und hier ist der Blick direkt aus dem Fenster vorne raus. Da nach den ganzen Strandbars, nach der Straße, da ist direkt der Strand. Und da gehen wir jetzt erstmal spazieren. So, da hinten stehen wir. Und jetzt laufen wir mal über die Straße zum Meer. Nun haben wir es geschafft. Wir sind am Meer vorne. Und ich schwenk mal rum. Ob es jetzt schön ist, weiß ich nicht, ob mir das im Sommer hier gefallen würde. Aber zumindest haben wir es jetzt mal gesehen. Und Abby war das erste Mal am Meer in Comacchio. Hier stehen zwei einsame Stühle im Strand. Aber es ist sehr riesig heute und es sieht eigentlich weit und breit nichts. Und die Abby ist zum ersten Mal im Meer. Oh, endlich was! Sollen wir dir ein Stückchen schmeißen? Und auf die Plätze, fertig und los! Ja! Komm her, bring's schnell! Wir sitzen in der ersten Reihe am Meer. Ich schwenk mal rum. Das ist unser Blick. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer schon ganz nett ist. Und da drüben haben wir tatsächlich Kaffee Pelzole gefunden. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und wir haben einen Kaffee gefunden. Irgendwo da hinten steht unser Wohnmobil. Guten Morgen. Ist noch alles ruhig? Ich sehe schon, im Wohnmobil tut sich auch was. Die Abby fängt an mit rumzuniesen. Die Decke ist da hinten, die Kerstin. Der Kaffee läuft im Moment und wir gehen jetzt gleich mal raus und gucken, Hunde und vielleicht selber ein bisschen Sonnenaufgang, ich glaube es nicht, es ist bedeckt, aber wir sehen es uns mal an draußen. Guten Morgen, wir sind mal aufs Mobil gegangen und wir schauen mal, es gehen alle mit den Hunden spazieren hier. Also es geht jetzt ein ordentlicher Wind. Es ist eine ordentliche Brandung jetzt mittlerweile. Und ich zeige das euch gerade mal. Die Stühle, da sind wir gestern noch gesessen. Da war es ordentlich Abstand bis zum Meer. Jetzt stehen die Stühle im Wasser. Also man sieht schon, dass sich auch hier was tut. Ja, soweit ist unser Update von morgens um 7.05 Uhr in Porto Garibaldi.
Strandspaziergang erledigt. Abby liegt schon da unten und ist kaputt. Und jetzt werden wir auch noch ein bisschen ein paar Sachen richten. Und dann wird es auch langsam los Richtung Gardasee gehen. So, die Sonne ist mittlerweile rausgekommen. Wir werden jetzt mal frühstücken. Naja. So, jetzt fahren wir wieder weg.